Hallo aus Oppenheim. An einem Tag, an dem es uns sicherlich allen schwerfällt, den Blick von der Ukraine und den Nachrichten, die von dort kommen, auch mal kurz abzuwenden. Wir wollen trotzdem für die nächsten 10 bis 15 Minuten die Aufmerksamkeit auf die lokalen Themen in der VG Rhein-Selz wenden und treffen uns in diesem Sinne heute mit dem vierten und damit auch letzten Kandidaten für die VG-Bürgermeisterwahl in Rhein-Selz. Am 13. März sind ja bekanntlich die Bürger aufgerufen, einen Nachfolger für Klaus Penzer zu wählen, der seit Mitte der 90er im Amt ist. In den vergangenen Tagen haben meine Kollegen ja bereits mit Gabriele Wagner von der CDU, mit Thorsten Kram, dem Kandidaten der Grünen, und mit Martin Groth von der FEG gesprochen. Heute komplettiert jetzt Mario Gebhardt von der SPD das Kandidatenquartett. In diesem Sinne herzlich willkommen, Herr Gebhardt. Hallo, Robert. Bevor wir in die thematischen Fragen einsteigen, an Sie genauso wie an die Mitbewerber zuvor auch die Bitte, sich kurz selbst vorzustellen und dabei auch eine Antwort zu geben auf die Frage, was für Sie der Reiz ist an dem Amt. Ja, vielen Dank, Frau Bleth und Herr Allgemeine Zeitung, für die Einladung heute. Ich möchte aber jetzt auch vielleicht die Gelegenheit nutzen, kurz was zu dem zu sagen, was Sie gesagt haben. Es ist ein ganz schrecklicher Tag für die Welt. Man ist erschüttert, man ist betroffen und man kann auch mit Fug und Recht behaupten, das Thema wird uns in Rhein-Selz jetzt kurz- und mittelfristig, wahrscheinlich die nächsten Wochen und Monate auch intensiv beschäftigen. Und es ist einfach ein Trauerspiel, was da heute passiert ist. Ja, zu mir. Ich bin Mario Gebhardt, bin 49 Jahre alt, lebe mit meiner Frau, der Nicole Bernard, und der kleinen Franziska und dem Tom, der seit 5 Wochen bei uns ist, in Nierstein. Ich bin überwiegend aufgewachsen in Oppenheim, habe vorher in Mainz gelebt mit meinen Eltern. Und bin jetzt zu Hause hier in Rhein-Selz und in Nierstein. Seit 1989 bin ich Mitarbeiter bei der Stadtverwaltung in Mainz, habe dort meine Ausbildung absolviert, habe viele Jahre im Amt für soziale Leistungen gearbeitet, in verschiedenen Bereichen, war unter anderem dort auch Führungskraft gewesen und habe dann 2014 die Geschäftsführung im Büro des Mainzer Oberbürgermeisters übernommen und da bin ich heute immer noch. Ich war schon früh aktiv, auch im Betrieb, als Jugendvertreter, als Personalrat und habe auch da parallel kommunalpolitisch schon vieles gemacht. Und um Ihre Frage zu beantworten, was mich motiviert für das Amt des Verbandsbürgermeisters: Ich brenne für diese Aufgabe. Ich habe Lust zu gestalten, Lust, diese Verbandsgemeinde voranzubringen. Ich habe für mich gesagt, ich möchte daran teilhaben, meine Heimat hier, meine unmittelbare Lebensbezüge zu gestalten. Und das ist das, was mich dabei anspricht, ich möchte es machen und da habe ich einfach Lust darauf. Das zeigt sich auch in Ihrem Wahlkampf an dem Slogan, ich möchte die VG an die Spitze führen. Wenn wir da mal auf die Ausgangssituation schauen, was ist denn die wichtigste Voraussetzung dafür, dieses Ziel zu erreichen und welches Thema würden Sie als erstes angehen wollen? Ja, also es ist ein hehres Ziel. Ich möchte sagen, die Verbandsgemeinde Rhein-Selz ist Vorreiter in Rhein-Pfalz. Ich habe für mich Schwerpunktthemen rausgearbeitet. Das ist unmittelbar das Thema Wohnen. Wir haben meines Erachtens zu wenig Mehrgenerationenwohnen, zu wenig barrierefreies Wohnen. Wir haben zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Damit einher ist für mich das Thema Mobilität ganz wichtig. Wir haben eine Verwaltung, die hier dem digitalen Zeitalter entgegenschaut. Wir haben da noch anzupacken. Und für mich ist auch ganz wichtig der Fortschritt, der uns stärker macht. Wir haben so viele Möglichkeiten, Sachen auf den Weg zu bringen. Ich nehme mal ein Beispiel, das ist mir oft jetzt auch zugetragen worden im Wahlkampf: die Kindertagesstätten. Die möchte ich zusammenführen. Wir haben viele kommunale Kindertagesstätten. Jeder Einzelne hat jetzt im Moment aufgrund von Corona für sich Pläne entwickelt. Die Leute möchten, dass das ein Stück weit auch vorgegeben wird. Die möchten da auch die Unterstützung haben in einem größeren Verbund. Und dafür trete ich an, dass wir sagen, hier in Rhein-Selz ist so viel Potenzial, dass wir doch einfach eine Schippe drauflegen können. Und dafür trete ich an. Okay, Sie haben eben schon mal das Thema Wohnen angesprochen. Das ist ja eines der Themen, die in Rheinhessen, aber auch natürlich in der VG Rhein-Selz, zu den akuten Problemen unserer Zeit geworden sind. Ja. Wir wissen alle, es ist mittlerweile auch schwierig für oder die Mittelschicht bezahlbaren Wohnraum zu finden. Das wird die Zukunftsaufgabe sein, da sind sich, glaube ich, alle einig. Natürlich sind damit auch existenzielle Sorgen verbunden. Sie haben eben schon mal so ein paar Punkte angesprochen, aber wie wollen Sie konkret vorgehen, wenn Sie Bürgermeister werden? Ja, also für mich ist ganz wichtig, dass wir die Ortsgemeinden hier unterstützen. Da sehe ich auch insbesondere meine Rolle als Verbandsbürgermeister. Ich möchte die Ortsgemeinden, die Städte
auch hin zu der Kreiswohnungsbaugesellschaft bringen, die seit Januar existiert, die hier auf die Ortsgemeinden angewiesen ist. Ich möchte auch der Mittler sein und Dinge in Bewegung setzen. Wir haben Baugebiete, die werden entwickelt in unseren Städten und Gemeinden. Und ich bin der Überzeugung, da muss jede Ortsgemeinde auch ein Interesse haben, der Kreiswohnungsbaugesellschaft ein Angebot zu machen, Grundstücke anzubieten, Objekte anzubieten, die gemeinschaftlich entwickelt werden können, damit wir hier in Rhein-Selz und in Rhein-Hessen gute Angebote den Menschen machen können. Und Sie haben es eben auch selbst gesagt, selbst teilweise Arzt-Ehepaare können sich kaum noch hier in Rhein-Selz Grund und Boden leisten. Und das Thema Wohnen insbesondere, das belastet und beschäftigt uns Menschen ja hier in Rhein-Selz auch. Müssen wir uns da auch ein bisschen umstellen? Gerade im Umland der Stadt Mainz sind wir ja auch gewohnt, viel in Einfamilienhäusern zu denken, zu bauen. Wohin muss der Weg führen? Müssen wir uns auch in Nierstein, Oppenheim und Orten gleicher Größe darauf einstellen, eben auch mehr Geschosswohnungsbau zu machen? Ja, ich glaube, der Weg führt ja gar nicht dran vorbei. Wir müssen vielfältige Wohnformen anbieten. Es müssen keine Hochhäuser sein, aber ich denke mal, es ist absolut legitim, wenn man darüber nachdenkt, mehr Geschosswohnungsbau zu haben. Gerade hier, insbesondere da, wo die Mobilität auch gut ist in Rhein-Selz, nämlich hier an der Rheinschiene. Ja. Wir haben mit unseren Gemeinden Dienheim, Güntersblum, Nierstein und Oppenheim ja Gemeinden, die gut angebunden sind an den ÖPNV, an die Bahn. Und hier wäre es natürlich auch insbesondere sinnvoll, wenn die Menschen da bezahlbaren Wohnraum haben und vielfältige Formen von Wohnen. Wir haben ja gerade gesagt, Mehrgenerationenwohnen und ähnliche Projekte. Ja. Die Gesellschaft wird immer älter und wir müssen auch da schon mal den Blick drauf lenken, dass wir da gute Angebote machen können, auch hier in der Verbandsgemeinde Rhein-Selz. Beim Thema Wohnraum schaffen fällt der Blick natürlich auch auf die Infrastruktur. Wir haben jetzt in den nächsten Tagen die Großbaustelle in Nierstein an der B420, die losgeht. Das zeigt ja schon oder das lenkt den Blick ja zwangsläufig auf die Themen Verkehr, aber auch Mobilität insgesamt. Das ist auch eines der Dauerbrenner-Themen in der Region. Man hat das jetzt während der Corona-Pandemie nicht so ganz stark gemerkt, aber ansonsten wissen wir alle, wie voll auch die Straßen in Rheinhessen sind. Wie stellen Sie sich denn die Mobilität der Zukunft in Ihrer Verbandsgemeinde vor und welche Schritte sollen dahin führen? Ja, also wir haben, ich habe es gerade eben schon mal skizziert, die Situation an der Rheinschiene, dass die Menschen mit den Bahnhöfen gut ausgestattet sind. Wir haben aber auch viele Menschen, die wohnen im Selztal, wir haben viele Menschen, die wohnen in den Berggemeinden. In Ülversheim fährt zum Beispiel heute immer noch kein Bus am Wochenende. Das ändert sich jetzt Gott sei Dank ab Oktober. Das sind wichtige Schritte hin zu mehr Mobilität für die Menschen. Aber meines Erachtens auch nur erste Schritte. Das muss noch deutlich besser werden. Ich bin überzeugt davon, bin ein Freund von autonom fahrenden Elektrokleinbussen. Wir haben in Mainz so eine Situation gehabt, da ist so ein Testlauf mal gewesen. Das sind ja Dinge, die sind greifbar für die Menschen. Ich trete an für eine Amtszeit von 8 Jahren. Das heißt, wir haben auch eine Entwicklungsmöglichkeit in diesen 8 Jahren. Und was heute vielleicht noch ein bisschen weit weg erscheint, ist aber morgen greifbar. Und da trete ich dafür ein, dass wir auch mit Blick auf diese Situation in den Ortschaften jetzt, die nicht an der Rheinschiene liegen, dass wir da deutlich weiter vorankommen. Ja. Das wäre so das, was ich mir vorstelle für die Mobilität in Rhein-Selz. Muss da aber auch das Thema Rhein-Hessen-Straße und Busspuren nochmal auf die Agenda gehoben werden, intensiver als bisher? Ja, das ist, denke ich mal, ein ganz großes Thema. Rhein-Hessen, der Rhein-Hessen-Tag diskutiert das hier auch. Ich glaube, das Thema ist auch inzwischen bei jedem angekommen, das muss man auch so deutlich sagen. Wir sind in der Verkehrswende mittendrin und da brauchen die Menschen gute Angebote, dass sie auch tatsächlich das Auto stehen lassen und vielleicht sogar auf ein zweites oder gar überhaupt auf ein Auto verzichten, wenn die Angebote da sind. Ja, das ist immer elementar und ich glaube, da ist noch unheimlich viel Potenzial. Also da fangen wir gerade erst an. Also noch viel Luft nach oben für die nächsten Jahre. Genau. Für all die Ziele, die wir jetzt mal angesprochen haben, braucht es ja Geld. Wir wissen alle, die finanzielle Ausstattung oder der finanzielle Spielraum der Gemeinden in Rheinhessen ist, wenn man von so ein paar Leuchttürmen absieht, wie Ingelheim oder jetzt in Zukunft auch Mainz, ja sehr gering. Sie haben deshalb einen kommunalen Windpark vorgeschlagen. Wieso genau diese Idee und wo könnte der denn vielleicht mal entstehen? Ja, also für mich bedeutet das, das ist ein Fortschritt. Wir haben die Energiewende, wir werden Windkraft brauchen. Wir sind ja gerade in der Verbandsgemeinde auch dabei, diese Fragen zu beantworten in der Flächennutzungsplanung. Und für mich ist es auch mal die Frage gewesen, müssen wir immer solche Sachen dem freien Markt überlassen? Ich weiß es aus anderen Verbandsgemeinden, da gibt es sowas schon. Es gibt einen kommunalen Windpark, hier in der Nachbarschaft sogar, wo die Kommunen, die Orte
Eigentümer sind dieser Windkraftanlagen und die generieren dadurch zusätzliche Einnahmen, die den Ortsgemeinden zufließen, aber auch der Verbandsgemeinde. Und das sind so für mich kleine Ansätze, wo man auch Synergien schaffen kann, die Finanzmittel in der Verbandsgemeinde insgesamt deutlich besser darzustellen. Es gibt andere Möglichkeiten, wie kann man auch Geld sparen. Ja, es wird immer davon gesprochen, was kann man an Aufgaben vielleicht reduzieren. Der Ansatz, den ich verfolge, ist zum Beispiel auch mit einem Eigenbetrieb Kindertagesstätten, der mir als Idee kommt. Wir haben hier einige kommunale Kindertagesstätten in Rhein-Selz und habe es ja gerade anfangs schon erzählt. Wir haben da unheimlich große Synergiemöglichkeiten noch. Die müssen wir anpacken und das in Summe gibt Minderausgaben, wo wir auch sagen können, die Verbandsgemeinde hat dadurch ein ganz anderes Finanzvolumen. Mhm. Das sind kleine Bausteine manchmal, aber ich glaube, in Summe muss man einfach auch mal in diese Richtung denken, dass man da fortschrittlich ist einfach. Sie haben eben schon den Regionaltag Rheinhessen angesprochen, aber auch die Nachbarverbandsgemeinden, Kommunen, die in der einen oder anderen Richtung vielleicht schon ein bisschen weiter sind. Wie wichtig wird Ihnen in Zukunft sein, da auch zusammenzuarbeiten noch stärker? Das ist für die Zukunft ganz bedeutend. Wir haben es ja jetzt auch gesehen, gerade in Rheinhessen, das ist richtig eine Region jetzt geworden, die zusammengewachsen ist. Und meines Erachtens muss das auch in diesen Zusammenhängen der Verbandsgemeinde noch mehr passieren. Wir haben ja das Beispiel in Wörstadt und in Wölstein, die zusammen, oder die da unten, die Tourismus zusammen betreiben. Ja. Und solche Sachen, glaube ich, muss man hier auch in Rhein-Selz angehen. Auf Verbandsgemeindeebene, aber auch auf der örtlichen Ebene. Nehmen wir das Beispiel der interkommunalen Gewerbegebiete, wo zwei oder mehr Gemeinden vielleicht zusammen was entwickeln und den Unternehmen auch vor Ort was anbieten können. Der Regionaltag Rheinhessen, da gibt es immer so die Kritik, dass der noch nicht so richtig Schwung aufgenommen hat. Ist das ein Punkt, wo Sie seitens der VG Rhein-Selz dann auch ein bisschen mehr Fokus drauf legen wollen würden? Ja, also ich habe da natürlich die Zuständigkeit des Kreises erst einmal, aber wir als Verbandsgemeinde sind natürlich auch immer involviert, weil die Menschen, die hier jetzt zum Beispiel, gerade wenn man das Viadukt in Nierstein nochmal sieht, die Sperrung der B420, der Verkehr wird zukünftig insbesondere über die Selztalgemeinden auch laufen und insofern sind das Themen, die Rheinhessen bewegen, weil nach Selzen, Hanheim und dann über hinaus sind wir schon fast im Stadtgebiet Mainz. Also das geht ja auch alles nahtlos ineinander über. Da muss man in anderen Zusammenhängen denken, meines Erachtens. Okay. Lässt die Spannung steigen auf die nächsten Jahre. Wir kommen auch schon zur letzten Frage. Und die wäre, wie würde denn Ihr erster Tag im Amt aussehen? Mein erster Tag im Amt würde so aussehen, dass ich morgens meine Tochter wahrscheinlich in den Kindergarten bringe. Dann fahre ich voller Vorfreude ins Rondo, in den dritten Stock. Ich werde erst einmal die Mitarbeiterin im direkten Umfeld begrüßen. Und dann ist mir das Allerwichtigste, werde ich durchs Haus laufen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich begrüßen, weil es mir insgesamt wichtig ist, auch eine Veränderung in der Verwaltung zum Beispiel. Geht nur mit den Menschen. Und man muss die Menschen mitnehmen. Und da ist mir eine Kommunikation äußerst wichtig mit denen, die diese Verbandsgemeinde mittragen, nämlich die Beschäftigten unserer Verbandsgemeinde. Ohne die läuft nichts. Und da freue ich mich drauf. Da brenne ich auch dafür. Und ich freue mich auch auf diesen Tag. Alles klar. Dann sagen wir an der Stelle schon mal danke, Herr Gebhardt, für das Interview und natürlich auch an die Zuschauer im Livestream. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, alle vier Gespräche können auch jetzt nochmal angeschaut werden und auch in den kommenden Wochen bis zur Wahl. Die sind abrufbar auf allgemeine-zeitung.de unter dem Punkt Dossier. Da haben wir ein ganzes Dossier zur Berichterstattung für die VG-Wahl in Rhein-Selz. Kann man sich also in den nächsten Tagen auch noch mal in Ruhe anschauen. Und damit sagen wir Tschüss aus Oppenheim.